Hallo und herzlich willkommen wieder zu einem Let's Play Bendix Spiel. Wir sind gerade mitten in einem Kampf gegen so einen Skelettpiraten. Und wer weiß, was uns erwarten wird. So, dann... Dann wollen wir mal gucken, was wir da einsetzen könnte. Ja. Aha. Albern ein bisschen wieder immer so zerfällt direkt. Papa? Mist. Gegen so eine Lusche müssen wir mal kämpfen. Nur kleines Fröstlein. Oh, das ist der. Wie langweilig. Hast du keine besseren Tricks auf Lager? Sag ich mal. Also ich meine, die verlorene Seele. Null EP, also dann so null Erfahrungspunkte und die Tanten so dit 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 tanzen, nicht die Tanten. Ha. So. Da ist der nur Drachenblut. Drachenglut. Und, den möchte ich mal direkt was schreiben. Also dann mal, dann mal, hallo? Hey. So, dann wollen wir mal ein paar von diesen seltsamen Elfen besiegen. Den muss ich dann jetzt mal irgendwie besiegen. Ein Glück, das wurde verpatzt. Ja. 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 Egal, oh. Ist noch einer hinzugekommen. Ja, Entschuldigung, ich war ein bisschen abgelenkt. Ja. Ja, meine Zauber, die ich momentan habe, sind nicht so spektakulär. Allerdings sieht das dieser Nick Eisklinge anscheinend anders. Weil er schreibt dann heftig direkt. Ja. Oh, ach, das meint er. Ach du Scheiße. Ach du Scheiße. Ach du Scheiße. Scheiße, 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 Scheiße.
So, diesen Nick Eisklinge. Füge ich mal zu meinen Freunden hinzu. Der sieht ja wie mein Arthur Löwenhammer aus. What the fuck? Fuck. Oh mein Gott, was schreibt ihr davon Quatsch? Ich hab dir geholfen. Okay. Mein Gott. Wie unverschämt er direkt ist. Nein. Mein Gott. Nick Eisklingen, Mann, ist der unverschämt. So, dann suche ich direkt mal nach so Feenelfen oder Elfenfeen. Keine Ahnung, wie die heißen. Ja, dann... Hey, was? Der hat was anscheinend für mich. Hast du einen Augenblick Zeit? Ich mache mir Sorgen. Ich habe meinen Freund, den Wächter ohne Sorg, schon eine Weile nicht gesehen. Von wegen ohne Sorgen. Wir sind beide hier aufgewachsen, weißt du? Und er wollte nur mal nachschauen, ob die Skelettpiraten nicht auch in sein altes Haus eingedrungen sind. Er könnte im Haus gefangen sein. Aber ich kann nicht von meinem Posten weg. Bitte finde ihn und bring ihn in Sicherheit. Klar. Und da ist auch noch einer, der, glaube ich, was für mich hat. Branjo Nebelhorn. Mal gucken. Kosten. Trotziger Ring des Duellanten. Überschwingliche Stiefel des Duellanten. Wetterfest des Gewand des Duellanten. Kosten 4500. Mein Gott, wo wurde eigentlich mein, wo wurde eigentlich mein Gold angezeigt? Frage ich mich. Weil, ja, weil ich gerne irgendetwas mal kaufen würde und... Wo wird mein Gold angezeigt? Nicht flüstern, da unten. Ah, da unten wird das... gerade mal 24 Goldstücke. Das ist nicht wirklich viel. Du kannst dir noch nicht mal das den Hut färben. Okay, das wissen wir dann. Ich habe nur 24 Gold, was sau wenig ist. Und etwas, was ich gerade eben gesehen habe, was ich sehr cool fand, kostete ganze 4500. Also davon bin ich noch weit entfernt. Sau weit. Was kann ich für dich tun? Arena... Spieler gegen Spieler. Ich bin Diego, der Duellmeister. Du hast sicher schon von den ehrenvollen Spieler gegen Spielerduellen gehört, nicht wahr? Eigentlich nicht. In der Arena können Zauberer gegeneinander antreten, sei es in einem Übungskampf oder in einem richtigen Wettkampf. Sobald du Stufe 10 erreicht hast, kannst du sogar an Turnieren teilnehmen. Oh, ich bin Stufe 2. Um einen Kampf gegen einen anderen Zauberer zu beginnen, musst du zunächst die Arena betreten. Dort findest du verschiedene Pulte. Sieh sie dir einmal an und kehre dann zu mir zurück. Klar. Annehmen. Neue Questspiele. Da gegen Spieler. Lol. Also das dürfte die Arena sein.
PvP, Wettkampf, Turniere, Ranglisten. Da hinten war auch so ein PvP-Übungskampf, also. Am Übungspool kannst du einen neuen Übungskampf erstellen oder du nimmst die Herausforderung eines anderen Zauberers an. Ergebnisse von Übungskämpfen werden nicht gespeichert und beeinflussen auch nicht deine PvP-Wertung. Sie eignen sich prima dafür, deine Fähigkeiten zu testen und zu verbessern. Melden. So, dann... Ah, scheiße. Mal gucken, Turnier, Ranglisten. Ich mach mal einen PvP-Wettkampf. Um einen echten Wettkampf zu starten, benutze das Wettkampfpult. Auch hier kannst du dabei Arena-Tickets gewinnen, die du gegen Belohnungen eintauschen kannst. Mit jedem Sieg verbessert sich deine PvP-Wertung. Wenn du aber verlierst, verschlechtert sie sich wieder. Das wäre natürlich blöd. Deine Schlafstube befindet sich in Rabenhain in der Nähe des Tors. Du kannst auch mit Taste M die Karte öffnen und dort auf die Schaltfläche nach Hause in der unteren rechten Ecke klicken. Machen wir das doch direkt mal. Nach Hause. Wo ist denn mein Haus? Ah, sieht interessant aus. Hey, was ist denn das? Eine Bank? Bank benutzen? Bankrutscher, gemeinsame Bank. Hä, was bedeutet das jetzt? Hä? Kommode mit Drachenfüßen. Hä? Das verstehe ich jetzt alles nicht. Hä? Gott, ist die hässlich. Karten. Mal gucken. Einen Rucksack verschieben? Was heißt das jetzt? Hä? Hä? Ja, mit meinem Mana sieht es momentan sehr schlecht aus. Sieht man ja. Geil. Schlaf. Wow. Mann, oh Mann. Das. Hey, Mädchenzimmer. Yeah. Mist. Ich kann in irgendeine Schule gehen. Dann gehe ich mal in die Schule des Todes. Schule des Mythos. Was hier wohl war? Schule des Eises, Schule des Feuers. Hä? Schlaftrakt der Jungen. Gibt anscheinend keine Schule des Todes. Seltsam. Seltsam, seltsam, seltsam. Das fehlt. Da ist eine Schule des Eises. Des Feuers. Mythos. Schließen. Wo ist denn hier eine Schule des Todes? Ich bin ja so Todesschüler.
Nordwert sprechen. Hey, cool, der kann einem Sachen geben. Blizzard. Kaufen, nein, kaufen ist nirgendwo verfügbar. Mann. Nordbert. So. Langweilig. Die Schule des Todes gibt's wohl nicht. Kacke ist das. Windfried. Lol. Windfried. Wirklich? Moment mal. Naja, dann gehen wir mal gucken, ob wir jetzt... Ach, egal. Ich mache erstmal eine von meinen Quests. Denn, ja. Aber nun muss ich das Let's Play leider beenden, weil ich habe vergessen, die Zeit zu stoppen. Beziehungsweise das kurz unterbrechen. Es könnte sein, dass ich das ganz beende. Tschüss.